Warum ist der Bazar so leer? Wo kommen all die Stimmen her? Ich möchte etwas kaufen. Wo sind die Händler zum Feilschen? Ein leerer Topf. Ein kalter Ofen. Sind die Köche noch in den Kofen? Edler Schmuck. Doch wen soll er zieren? Feine Stoffe. Doch wen sollen sie kleiden? Wohlklingende Instrumente. Doch wen sollen sie erfreuen? Sinnesanregende Gewürze. Doch wen sollen sie schmecken? Alles nur Deko für niemand im menschenleeren Bazar. Ist das ein Traum? Ist das die Wirklichkeit? Aus diesem Traum möchte ich erwachen. Diese Wirklichkeit entfliehen. Doch hier dort, es gibt Menschen. Sie bewachen und sie führen. Doch sie kaufen nichts. Auch sie feilschen nicht. Sie arbeiten, doch sie verkaufen nichts. Es ist doch ein Traum, geträumt in der Wirklichkeit. Besiegelt vom Zufall das Ende offen. Nur das Schicksal liegt offen. Afghanistan, das Land der Gegensätze. Einst die Heimat vieler Dichter, Mystiker und Künstler, heute von mehr als 90% Analphabeten. Ein Land unzerbrechlich und doch in tausend Winde zerstreut. Afghanistan, das Land der Kontraste. So heißt die ethnologische Ausstellung im Barockschloss Ramenau, die einen Einblick verschafft in ein Stück Afghanistan, das durch die Sammlung der Familie Rahimi zusammengetragen wurde. Sie zeigt die afghanische Kultur am Beispiel ihrer materiellen Kunst. Originalgetreu nachgebaute Lebensräume verschiedener Ethnien repräsentieren die Lebensweise der jeweiligen Kulturen, wie zum Beispiel für das Nomadentum typisch schwarze Ziegenhaarzelt, reich bestickte Kleider und kunstvoll gearbeiteter Silberschmuck. Oder für das Bergvolk Nuristans typische aufwendige Holzschnitzerei. Aufwendig gedrechselte Koranstände und Schriften stellen das Themenbereich Religion dar. Ein vor Ort gebauter und mit islamischen Ornamenten verzierter Moschee geben diesem Themenbereich eine Extranote. Amulette und Schmuckstücke gegen den bösen Blick widerspiegeln den Volksglauben Afghanistans im Puls der Zeit. Medizinische Geräte und Gefäße geben einen Überblick über die naturheilkundliche Volksmedizin.
Der Silberschmuck, ein Zeichen für Reichtum bei Nomadenfamilien, was ebenfalls auf den sozialen Rang der Frauen hindeutet, zeigt die Geschicklichkeit afghanischer Handwerkskunst. Die Vielfältigkeit der Instrumente gibt ein Abbild afghanischer Musikkunst und vor allem die Liebe der Afghanen zu Musik. Ein rekonstruierter Basar lässt durch die im Hintergrund laufenden Geräusche den Rummel eines echten Basars spüren, unterstrichen von den markanten Wohlgerüchen der speziell zu diesem Zwecke importierten Gewürze und Trockenfrüchte. Andere Stände schmücken die hierfür gut geeigneten Räumlichkeiten des Barockschlosses Ramenau mit einer Landschaft, wie sie dem Europäer nur aus Tausend einer Nacht bekannt ist.